Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Hogwarts Mystery. Und ich muss euch jetzt gleich mal was beichten, ist vielleicht übertrieben. Wir legen direkt los und ich muss tatsächlich versuchen, das jetzt alles irgendwie hinzukriegen, denn ein neues Event hat gestartet. Und ich rede jetzt nicht von diesem hier, welches ich euch ja schon gezeigt habe mit den Hauspunkten. Das läuft weiter. 5 Tage, 13 Stunden dauert es noch. Aber wir haben ein kleines anderes Problem. Ich zeige euch das jetzt mal hier oben. Und zwar habe ich ein neues Kapitel gestartet, aus Versehen. Das wollte ich gar nicht. Wir sind jetzt in Kapitel 7. Und ich habe also Nox und Besenbesteigen fertig gelernt gehabt. Und dann hat es mich sofort in ein neues Kapitel geschmissen, als ich offscreen gespielt habe. Aber das Problem ist, dass automatisch ein neues Event gestartet hat. Und das ist dieses hier. Und dafür haben wir nur 2 Tage und 15 Stunden Zeit. Und es geht darum, leider habe ich jetzt hier gerade das Intro nicht mehr, weil ich das natürlich in dem Moment nicht aufgenommen habe. Also was heißt das Intro? Diese Übersicht, worum es geht. Es geht darum, hier steht alles Gute zum Geburtstag, Hagrid. Hagrid hat Geburtstag und wir sollen eine Feier für ihn veranstalten. Und das ist ein Event, dafür haben wir 2 Tage Zeit. Da gibt es ein bisschen Belohnung, natürlich. Also, hier steht es nochmal. Dumbledore hat zu Hagrids Geburtstag etwas Besonderes vor, braucht aber deine Hilfe. Organisiere eine Geburtstagsparty für Hagrid und du erhältst ein exklusives Outfit. Jetzt ist das Outfit natürlich gar nicht so extrem wichtig und auch das mit dem Geld ist nicht so wichtig. Aber wenn wir jetzt, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo habe ich es denn? Hier. Oder? Nein. Ich habe schon wieder verplant. Hier. Halt, hier unten ist es. Mein Gott, Entschuldigung, ich bin auch noch nicht so richtig wach. Hier, da haben wir ja unsere Übersicht über unsere Unterrichtsstunden, was wir schon gelernt haben. Und da gibt es hier dieses Erfolge. Und man kann tatsächlich hier den Erfolg Partyplaner erhalten, wenn man die Geburtstagsparty für Hagrid schafft. Und ich habe die mit meinem Hauptaccount schon nicht geschafft, weil ich in der Zeit nicht fertig geworden bin, weil ich da nicht regelmäßig gespielt habe. Und ich habe noch einen weiteren Account, den ich so nebenher laufen lasse. Mit dem habe ich es auch nicht geschafft, auch ganz knapp. Und jetzt haben wir hier nur 2 Tage Zeit. Und ich werde mich jetzt in diesen 2 Tagen voll und ganz auf dieses Event konzentrieren und die Handlung erst nochmal ruhen lassen. Ich hoffe, dass das in Ordnung für euch ist. Sofern das eben ja im Rahmen der Möglichkeiten ist. Wir legen mal los, indem wir hier Dumbledore treffen. Im Innenhof. Da können wir dann natürlich auch wieder Koboldstein spielen und alles. Wir können unsere magischen Tiere versorgen. Das geht alles weiter, auch im Unterricht leveln. Das muss man ja alles weitermachen. Bloß ich muss jetzt versuchen, im Let's Play möglichst viel von dieser Nebenquest zu zeigen. So, und da steht Dumbledore schon. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Samara. Selbstverständlich, Professor Dumbledore. Sie wollten etwas Wichtiges mit mir besprechen. Ich kriege gerade eine Update-Meldung. Etwas sehr Wichtiges, Samara. Eine Sache, die ich ohne deine Hilfe nicht hinbekommen kann. Worum geht es, Professor? Hagrid hat Geburtstag. Naja, noch nicht heute, aber sehr bald. Hilfst du mir, eine ordentliche Überraschungsparty zu organisieren? Das klingt super, aber warum ich? Ich bin beeindruckt von deiner Begeisterung und Kreativität und Hagrid hat dich ins Herz geschlossen. Er hat kürzlich eines seiner Haustiere verloren und ist seitdem etwas niedergeschlagen. Er opfert sich regelrecht auf und hilft allen in Hogwarts immer nach besten Kräften. Daher sollten wir eine fantastische Party für Hagrid organisieren, um ihm zu zeigen, wie sehr wir ihn mögen. Was würde sich Hagrid für eine Geburtstagsparty wünschen? Ja, das ist jetzt, glaube ich, keine besonders schwierige Frage. Natürlich magische Geschöpfe. Hagrid liebt magische Geschöpfe. Ich würde ihm ein seltenes Geschöpf schenken, das er eigentlich nicht haben sollte. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich kenne Hagrids Vorliebe für exotische und manchmal illegale Geschöpfe. Es stimmt, dass sie nichts glücklicher machen würde als ein neues Geschöpf. Ich werde mit einem alten Freund sprechen. Lass uns die Einzelheiten besprechen, damit wir die perfekte Party für unseren Freund Hagrid organisieren können. Ja. Also, es war Dumbledores Idee und es ist natürlich eine schöne Sache, Hagrid eine Geburtstagsparty zu organisieren. Und jetzt dürfen wir erstmal eine Stunde mit ihm reden. Und so läuft dann auch diese ganze Mission ab. Also, es geht eigentlich immer nur darum, mit Leuten zu reden, vielleicht auch mal noch einen Zauber zu erlernen. Und da kommt einiges zusammen und wir haben, wie gesagt, leider nicht sehr viel Zeit.
Es wird also wahrscheinlich jetzt hier ein ziemliches Gestücke geben. Natürlich kann ich das auch offscreen weitertreiben, diese Handlung. Ich habe halt echt ein Problem damit, dass ich da jedes Mal, wenn ich kurz reinklicke, dann das auch aufnehme. Aber ihr sollt ja auch möglichst viel davon mitbekommen, von dieser Quest. Ich hoffe, dass ich das irgendwie schaffe. Wir wollen ja auch irgendwann die verwunschenen Verliese finden. Also, ja, da wartet jetzt viel Arbeit auf uns. Okay, das erste haben wir schon mal hingekriegt und damit ist unsere Energie auch schon gleich wieder auf Null. Das Blöde ist, dass wir jetzt durch diese Quest aber keine Hauspunkte verdienen, was wir für das andere Event bräuchten. Also, ja, es ist alles sehr ärgerlich gerade. Du hast tolle Ideen, Samara. Ich wusste, dass ich mich für die Planung von Hagrids Party auf dich verlassen kann. Hagrid bekommt ohne Zweifel jede Menge fantastische Geschenke. Und ich habe das Gefühl, dass du auch etwas ganz Besonderes für deine Anstrengungen bekommen wirst. Vielen Dank, Professor. Wir haben viel zu tun und die Zeit ist knapp. Ich werde Rowan bitten, gemeinsam mit mir einen perfekten Plan für die Geburtstagsparty auszutüfteln. Das machst. So. Mit Rowan im Gemeinschaftsraum treffen. Ja, das machen wir auch gleich, aber wir wollen natürlich auch noch schauen, dass wir alles andere abarbeiten. Zum Beispiel müssen wir unsere Tiere füttern. Und natürlich müssen wir die Energiepunkte einsammeln, die in den Gängen rumliegen, damit wir da ein bisschen vorankommen. So. Wo sind wir denn hier? Da. Ja, wir kommen mit dem Niffler eigentlich schon ganz gut voran. Es ist halt immer sehr ärgerlich, wenn diese Events parallel laufen. Ich sag mal, die Belohnung vom Hagrid-Event ist jetzt nicht ganz so relevant. Aber, na toll, wegen einem Punkt. Uns fehlt ein einziger Punkt, damit wir hier den Niffler hochgelevelt haben. Na super. Die Belohnung bei Hagrids Event ist jetzt nicht ganz so relevant, das ist richtig. Allerdings geht es da so ein bisschen um die Geschichte. Es ist nun mal ein Event, das jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen kommt, weil es im Kalender steht, sondern wenn man halt dieses Kapitel 5 oder Kapitel 6 genau abgeschlossen hat, dann startet das Event und ich habe das einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Das andere Event, das ist jetzt wirklich, da hatte ich keinen Einfluss drauf, das kam halt plötzlich. Da sind die Belohnungen sehr viel interessanter, aber wir bräuchten es für die Geschichte nicht. Deshalb bin ich da so hin und her gerissen. Okay. Unserem Porlock geht's auch gut, da sind wir auch schon auf Level 3 vertrauensvoll. So, dann können wir jetzt zur Schule zurückkehren. Hier nochmal kurz gucken. Oh, das wundert mich jetzt. Normalerweise sitzt hier ein kleiner Hund, der mir Energie spendet. Warum habe ich hier eigentlich gar keine Edelsteinanzeige? Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wie viele Edelsteine ich habe. Ja. Gibt es denn sonst gerade noch irgendwas zu berichten? Also dieses Einsammeln und Hochleveln, das kann ich natürlich dann auch machen, wenn ihr nicht dabei seid. Wir können ja mal kurz gucken, was Rowan uns zu sagen hat. Mit Rowan treffen. Ja, wir müssen ja auch noch Chester berichten. Das ist alles so unglaublich viel. Ah, ich komme hier überhaupt nicht mehr nach. Wie viel... Ja gut, wir sind kurz vor dem Levelaufstieg. Vielleicht kriege ich das damit wieder hin, dass ich ein bisschen Energie bekomme. Danke für deine Hilfe, Rowan. Ich möchte die perfekte Party für Hagrid organisieren, aber die Zeit ist knapp. Keine Sorge, Samara. Lernen und Planen sind meine beiden Lieblingsbeschäftigungen. Wir müssen unsere Zeit und Ressourcen möglichst effizient nutzen, um unsere Partyziele zu erreichen. Das klingt nach Spaß. Partyplanung, ja toll. Also so wie sie es erzählt hat, hätte ich da jetzt auch voll Bock drauf. Ja, okay. Da brauchen wir 5 Sterne, um zu bestehen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob euch das extrem viel ausmachen würde, wenn ihr da jetzt nicht alles sehen würdet. Von diesem Event. Mein Gott, mein Update-Planer, der macht mich gerade auch wahnsinnig. Wir berichten jetzt erstmal Chester, um die Handlung auch vorwärts zu treiben, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht noch ein paar XP mal bekommen und ein Level hochsteigen. Da ist Chester. Sie wollten mich sprechen. Ich glaube nicht, dass wir ihn siezen. Bitte sag mir, dass Ravenclaw nicht schon wieder deinetwegen 20 Hauspunkte verloren hat, Samara.
Das ist deine Schuld, ich werde mehr Hauspunkte sammeln. Ich hatte keine Wahl. Ich nehme mal das Letzte. Ich finde einen Weg, um unsere Hauspunkte zurückzuholen. Das hoffe ich. Alle Schüler in Ravenclaw leiden unter den Folgen deiner Taten. Du machst unsere Chancen auf den Hauspokal zunichte. Was kann ich tun, um mich zu verbessern? Besuche den Unterricht, konzentriere dich auf die Schule, streng dich an, um mehr Hauspunkte zu sammeln. Und ich weiß, dass dir das nicht leicht fällt, aber halt dich von Ärger fern. Ja, ich werde es versuchen. Versuchen genügt nicht. Heute haben wir Zaubertränke und Zauberkunst. Sei pünktlich im Unterricht und sammle Hauspunkte für Ravenclaw. Ja, das ist jetzt echt so ein scheiß Zwiespalt. Ich brauche eigentlich die Energie, um Hauspunkte zu sammeln. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch Energie, um das Event zu schaffen. Jetzt kommt sie mir an, sie hat... Ja, wir haben jetzt hier mehrere Quests offen. Also hier haben wir erstmal die Nebenquest Alles Gute zum Geburtstag, Hagrid. Dann haben wir natürlich die Aufgabe, den Niffler hochzuleveln und Angst vorm Fliegen. Rowan hat Bücher, um Ben die Angst vorm Fliegen zu nehmen. Oh. Das ist immer so ärgerlich, wenn man alles zeigen will und dann kommt alles gleichzeitig. Was mache ich denn jetzt? Ein paar Punkte haben wir noch. Also wir werden, denke ich mal, uns jetzt tatsächlich erstmal auf diese Hagrid-Geschichte konzentrieren, weil uns da relativ wenig Zeit bleibt. Und dazu, wie gesagt, brauchen wir Energie. Da sammle ich jetzt gerade mal ein bisschen was ein. Und ich würde fast sagen, dass ihr dann jetzt einen kurzen Schnitt seht und wir uns dann wiedersehen, wenn ich genügend Energie habe, um mit dieser Geschichte weiterzumachen. Bis jetzt. So, leider bin ich jetzt schon in den nächsten Dialog reingerutscht. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Rowan fragt, was sie zur Party anziehen sollen. Schal hat sie ja schon. Ich sag mal, sie sollen Hut aufsetzen. Und ich lese das jetzt mal nicht vor, denn während ich mich hier gerade durchklicke, könnt ihr das ja auch gerne mitlesen. Ja. Wir haben jetzt das Problem, dass dieses Event bei mir in einem Tag und ich glaube 14 oder 15 Stunden endet. Ich schaffe das nicht. Also ich schaffe es nicht, dieses Event zu spielen und es aufzunehmen. Wenn ich das, ich will aber das Event auch nicht verfallen lassen, deshalb tendiere ich dazu, dieses Event zu versuchen, offscreen zu schaffen. Ich glaube gar nicht mal, dass ich es schaffe. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und zwar, also in dieser Folge zeige ich euch jetzt noch, wie es weitergeht. Das ganze Event läuft nämlich so ab. Wir haben jetzt hier den ersten Teil von 4 und 3 von 3 Aufgaben. Also das hier ist die dritte. Das heißt, es kommen noch 9 Aufgaben. Und ich habe nicht mal mehr 2 Tage Zeit. Und in der Zeit muss ich auch noch arbeiten. Also, und ich kann das eben leider nicht alles aufnehmen, was ich euch da gerne zeigen würde. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich will natürlich so weit wie möglich kommen. Vielleicht kriegen wir ja wenigstens die Edelsteinbelohnung. Das wäre schon klasse. Und jetzt gehen wir erstmal zu Madame Hooch. Das Event ist also folgendermaßen. Wir werden quasi von einer Person zur nächsten geschickt. Und ja, die werden dann alle gebeten, zu der Party zu kommen, also die ganzen Lehrer und so weiter. Und meistens ist es so, dass sie dann sagen, ja, ich würde ja gerne kommen, aber ich muss noch dies und jenes erledigen. Und dann müssen wir das machen. Wir schauen uns das jetzt mal bei Madame Hooch an. Verzeihung, Madame Hooch. Ist es wichtig, Miss Lamont, mein Unterricht beginnt gleich. Ich wollte mit Ihnen über Hagrids Geburtstag sprechen. Ist das Ihr Ernst? Ja, ich meine nicht so ernst wie Sie, aber warten Sie gefälligst bis nach dem Unterricht. Auf die Besen, ja. Jetzt müssen wir auch noch unseren Unterricht abarbeiten. Danach hätte dann Madame Hooch, glaube ich, das Problem, dass sie ihre Besen irgendwie in Ordnung bringen muss. Und dabei müssen wir ihr dann helfen. Und so arbeiten wir uns jetzt quasi von Lehrer zu Lehrer. Es ist dann auch noch der Hausmeister mit im Spiel und so weiter. Und ja, für jeden müssen wir da irgendeine Kleinigkeit tun oder mit ihm reden oder ähnliches. Und dann kriegen wir das am Ende eventuell hin, dass diese Party stattfindet mit möglichst vielen Gästen. Ich habe es bisher mit keinem Account geschafft, weil das einfach von der Zeit her zu knapp war und ich dann genau in dieser Zeit nicht spielen konnte. Ich habe jetzt auch gestern, als ich den ersten Teil dieser Folge aufgenommen habe, tatsächlich nichts mehr großartig machen können. Und deshalb, ja, jetzt ist schon wieder die Energie aufgebraucht. Deshalb hoffe ich, dass es mir verzeiht, dass ich das Event dann großteils ohne euch abarbeiten werde. Denn aufnehmen kann ich nicht. Dann habe ich die Wahl, entweder
ich mache es offscreen oder ich mache es gar nicht. In beiden Fällen würdet ihr nichts sehen und so will ich es wenigstens versuchen. Ja, da die Energie aufgebraucht ist, bleibt mir jetzt gar nichts anderes übrig, als hier zu versuchen, noch ein bisschen was zusammenzukratzen. Oh, da fällt mir jetzt aber gerade noch was anderes ein. Ich habe jetzt mit Alex mal ein bisschen weitergeguckt, ich glaube bis zur letzten oder vorletzten Folge. Und ja, es war wieder mal das Thema Frisur im Spiel. Also mit der Haarfarbe kann er leben, die Frisur, die gefällt ihm jetzt nicht so. Aber plötzlich war er dann der Meinung, dass die andere Frisur, die er zuerst gar nicht mochte, zusammen mit der Brille und so gar nicht so schlecht aussieht. Und das finde ich schön, weil so gefällt mir der Style eigentlich richtig gut. Und natürlich ist es meine Sache, wie mein Account aussieht oder mein Avatar. Ja. Aber ich will ja auch Entschuldigung, ich will ja auch, dass ja, andere ein bisschen vielleicht Spaß dran haben und nicht permanent angewidert sind. Und da ich jetzt nicht bei jedem nach der Meinung fragen kann, mache ich das so ein bisschen an Alex fest. Der steht dann quasi so für die männliche Fraktion. So. Ich habe gerade den Eindruck, dass mein Emulator so ein ganz kleines bisschen zickig ist. Das kann natürlich auch daran liegen, dass es noch sehr früh am Morgen ist, also für meine Verhältnisse. Ich bin auch gerade erst aufgestanden und habe mich sofort hingesetzt, weil ich gedacht habe, boah, je früher ich jetzt hier den Rest der Folge aufnehme, desto früher hat die Energie auch wieder die Chance, neu aufgeladen zu werden. Und ich habe da gestern einiges liegen lassen. Ich hätte da gestern wesentlich mehr machen können, aber da war ich eben noch der Auffassung, ich versuche euch das Event zu zeigen. Und ja, für das andere haben wir auch nur noch 4 Tage. Da hoffe ich, dass wir zumindest so weit kommen, dass wir da die erste Stufe schaffen. Ja Gott, um die Tierwesen müssen wir uns auch noch kümmern. Die erste Stufe bedeutet hier diese 30 Hauspunkte. Das könnte hinhauen, wenn ich mir Mühe gebe. Ich hoffe, dass ich wenigstens das hinkriege. Und ja, man muss halt da schon dranbleiben. Es nimmt nicht so viel Zeit in Anspruch, das Spiel. Aber man muss halt sehr häufig wenig Zeit aufwenden. Also mehrmals am Tag kurz reinschauen. Und wenn man diese Events mitnehmen will, ansonsten nicht. Jetzt ist es aber auch so, sowas wie dieses Event, die kommen fast ständig. Also so habe ich jetzt gerade den Eindruck, da ist man eigentlich regelmäßig in der Situation, dass man da was abstauben kann. Dieses Hagrids Geburtstagsparty ist was, was fest in der Story geskriptet ist. Und ja, diesen Erfolg, den würde ich eigentlich schon gern irgendwie mitnehmen. Ich habe natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt sind wir schon durch, ich verknüpfe diesen Account mit meinem Facebook-Account, dann könnte ich heute, wenn ich auf der Arbeit eine Raucherpause mache, mal ganz kurz reinschauen oder so. Vielleicht mache ich das, ich weiß es noch nicht. Und ja, ist schon wieder vorbei. Aber das habe ich jetzt relativ schnell abgehandelt. Ja. Also so viel zum Event. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn euch das ein bisschen außen vor gelassen wird. Auf der anderen Seite ist es so, es ist jetzt für die Story nicht so wirklich relevant. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wenn ihr das Ganze selber spielt, habt ihr so auf jeden Fall noch irgendwas, wo ihr sagen könnt, oh, ich bin mal gespannt, wie das dann wirklich abläuft, weil ich euch das dann eben so nicht gezeigt habe. Was machen wir denn jetzt mit der angebrochenen Folge? Ich könnte natürlich jetzt wieder warten, bis es da weitergeht. Aber wir könnten auch, ja, zum Beispiel erstmal unsere Tierwesen füttern. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Futter habe. Das Blöde ist, ich sehe das Futter erst, wenn ich in der Tierwesenansicht bin. Schauen wir mal. Jetzt. Oh, nee, habe ich nicht. Ich kann die Bindung aufbauen. Das kann ich machen. Oh, und damit könnten wir eventuell unseren Niffler auf das höchste Level bekommen. Nein, eins kommt noch, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Nein, wir sind fertig. Oh, ist es nicht süß. Ja, wir bekommen 50 Geld und ein Buch, immerhin. Diese Bücher, die brauchen wir ja, wie gesagt, um neue Tierwesen zu adoptieren. Oh.
Wir können ihn jetzt wieder füttern und Bindung aufbauen und interagieren, aber da passiert nichts. Also wenn ich jetzt auf Interagieren klicke, dann seht ihr jetzt genau das Gleiche nochmal. Wir können das Tierwesen leider auch nicht mitnehmen. Das Einzige, was wir haben, ist, wir haben die Belohnungen abgestaubt und die Gewissheit, dass wir mit Nifflern sehr vertraut sind. Und wenn ich jetzt hier auf Info klicke, dann steht da auch nur Glückwunsch zum maximalen Level. Und wir können den Niffler umbenennen. Wenn ihr das gerade gesehen habt, Moment. Hier. Wenn man da draufklickt, dann können wir ihm einen Namen geben. Ich lasse ihn jetzt mal bei dem Namen Niffler, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Aber vielleicht mache ich das mal irgendwann. Und dann haben wir natürlich noch unseren Porlock. Auch für den haben wir jetzt nicht wirklich viel Futter. Ich gehe jetzt nur mal auf Bindung aufbauen und hoffe, dass ich möglichst schnell nochmal zwei Futter abstauben kann bei einer Aufgabe. Denn da habe ich einfach mehr davon, wenn ich ihm drei Futter gebe, als wenn es nur eins ist. So. Okay. Also unserem Porlock geht es auch gut. Was haben wir denn noch zu tun? Wir können jetzt hier nochmal reinschauen. Also hier sehen wir jetzt, dass nur noch diese Nebenquest Hagrids Geburtstag da ist, weil wir diesen Niffler abgeschlossen haben. Und in der Hauptquest geht es natürlich darum, dass wir Zauber lernen und Tränke brauen. Da brauchen wir natürlich auch Energie, um wieder weiterzukommen. Was hat es jetzt eigentlich hiermit genau auf sich? Also ich habe in meinem Hauptaccount ein bisschen weitergespielt. Da bin ich jetzt, ich glaube, bei 40 Hauspunkten. Und sobald man 30 Hauspunkte hat, wird das hier freigeschaltet. Und dann sieht man eine Übersicht über andere Spieler und wie viele Punkte die schon geholt haben. Und mit denen tut man sich dann quasi zusammen, um am meisten Hauspunkte, in unserem Fall für Ravenclaw, zu ergattern. Und wenn wir das schaffen, dann bekommen wir hier als Belohnung diesen Schal. Soweit verstehe ich das. Der Schal ist mir herzlich egal, muss ich sagen. Aber hier diese Bücher, die sind schon ziemlich geil, weil da kommen natürlich dann auch noch braune und blaue Bücher ins Spiel, die später sehr wertvoll sein werden. Wie viele Bücher brauchen wir eigentlich? Auch das kann ich euch gerne zeigen. Nach dem Porlock wird das nächste Tierwesen, um das wir uns kümmern möchten, die Fee sein. Die finden wir im Wald. Und alleine die Adoption dieser Fee kostet von diesen rotbraunen oder von diesen braunen Notizbüchern schon eine ordentliche Menge. Jetzt habe ich gerade sehr lange Ladebildschirm. Na komm schon. So. Hier ist die Fee. Wenn ich da draufklicke, seht ihr schon, adoptieren kostet 30 Bücher und wir haben 7 und die sind wirklich rar. Und deshalb bin ich halt sehr scharf auf diese Belohnungen. Ja. Jetzt können wir natürlich noch Koboldstein spielen und wir haben noch was Neues, das kann ich euch vielleicht auch noch kurz zeigen, mit einem Freund essen. Diese Option haben wir seit dem neuen Kapitel und mit einem Freund essen bedeutet, dass wir in die große Halle gehen. Und eigentlich ist die Folge natürlich schon vorbei. Aber das kann ich euch auch noch ganz kurz hier einmal zeigen, weil ich das natürlich dann auch immer zwischendurch mal mache. Dann klicken wir hier drauf. Einladen, dann suchen wir uns einen unserer Freunde, in dem Fall Ben oder Rowan. Viel mehr Möglichkeiten haben wir noch nicht. Jetzt nehmen wir mal Ben. Und es ist von den Voraussetzungen her, es ist wie bei Koboldstein. Wir müssen diese Punkte erreichen, diese Attributwerte. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir gute Chancen, dass wir die Runde überstehen. Und dann unterhalten wir uns einfach nur mit ihm. Rate mal, was ich am liebsten mag. Genau. Und jetzt haben wir hier immer ein paar Auswahlantworten und daran... Es funktioniert wie Koboldstein, nur dass wir halt nicht spielen, sondern mit ihm essen. Sein Lieblingsfeiertag. Ja, Gott sei Dank weiß ich das schon, das ist Weihnachten. Ich habe da am Anfang durchaus auch mal falsche Antworten gegeben. Weil das wird alles nicht unbedingt erklärt. Sein Lieblingstierwesen, Knuddelmuff, Runespur oder Mondkalb. Ein Knuddelmuff ist so ein kleines Pelz, so eine kleine Pelzkugel. Runespur ist eine dreiköpfige Schlange und ein Mondkalb ist eben ein Mondkalb. Und ich weiß aber, dass es der Knuddelmuff ist. Alle diese Tierwesen könnt ihr natürlich nachschlagen im Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja, schön, dass du über Dinge redest, die dir keine Albträume machen. Sein Lieblingsgetränk ist Butterbier. Natürlich nicht die explodierende Limonade, denn vor der hat er viel zu viel Angst.
Jetzt hoffe ich, dass das jetzt wirklich reicht, weil wir haben nur noch eine Runde ausstehen. Ich weiß nicht, ob wir damit hinkommen. Seine Lieblingssüßigkeit. Oh, scheiße. Also es sind mit Sicherheit nicht Säuredrops. Oh, das finde ich... Ich sag jetzt mal Sirupbonbons. Oh, Gott sei Dank. Der Zuckerfederkieler hätte auch ein paar Punkte gegeben, aber es hätte halt nicht ausgereicht. Und es reicht gerade so. Beim nächsten Mal werden die Anforderungen in den Attributwerten schon höher sein und dann kann es sein, dass wir da nicht mehr mit der vollen Punktzahl hinkommen. Dann geht der Balken halt zum Beispiel nur bis hierher und wir kriegen auch weniger Levelpunkte. Und ihr seht schon, es sind jetzt schon richtig wenig. Es gab jetzt nur noch 3 Punkte. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht das Level erhöhen können. Wir müssen in der Story weiterkommen, dann gibt es dann auch wieder mehr Punkte. Hier haben wir nämlich wirklich ganz ordentlich gelevelt. Und ja, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Unser Gesamtlevel liegt bei 7 und wir sind kurz vor einem Levelaufstieg immer noch. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, dieses Level zu schaffen. Und ich habe es nicht geschafft, das Level zu schaffen, genau. Aber insgesamt im Vergleich zu unserem Geschichtsfortschritt stehen wir eigentlich wirklich ganz gut da. Und deshalb können wir da jetzt auch ein bisschen, ja, uns darum bemühen, dass es da mal weitergeht. Okay, ein Tag und 14 Stunden, das ist verdammt wenig Zeit. Das ist morgen Abend und ich tue mein Bestes, okay? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich einen, ja, relativ großen Sprung sehen bis zur nächsten Folge. Also ich werde versuchen, heute hier einfach offscreen weiterzumachen. Und wenn ich morgen wieder aufnehme, dann ist die Zeit fast abgelaufen und ich hoffe, dass ich dann wenigstens in Teil 3 dieser Geschichte bin. Und ich habe heute total rumgestottert. Es ist einfach noch viel zu früh für mich. Macht's gut, bis morgen.